Im heutigen Technikvideo geht es um die Vor- und Nachteile des Zweitakt-Ottomotors. Hallo zusammen! Im heutigen Video geht es um die Vor- und Nachteile des Zweitakt-Ottomotors. Ich habe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das heißt, auch ihr könnt noch Vor- und Nachteile ergänzen oder auch Sachen wegstreichen. Das könnt ihr euch selber überlegen, wie das auch am besten passt. Das hier sind aber mal die für mich wichtigsten Vor- und Nachteile. Ich beginne mal mit den Vorteilen des Zweitakt-Ottomotors. Der Zweitakt-Ottomotor hat relativ geringe Herstellungskosten. Das heißt, er ist recht günstig. Das kommt unter anderem daher, dass er einen sehr einfachen Aufbau hat. Der einfache Aufbau bedeutet, wir haben zum Beispiel keine Ventile, die noch separat gesteuert werden müssen über eine spezielle Nockenwelle. Das sind zum Beispiel so Sachen, die brauchen wir dann nicht und das verringert natürlich die Herstellungskosten. Er ist dadurch auch günstiger und einfacher in der Reparatur. Das bedeutet, man kann selber Sachen auch mal reparieren oder Fehler finden, aber auch ein Experte findet natürlich deutlich schneller den Fehler. Und er ist leichter zu reparieren, da es einfach weniger Teile insgesamt sind. Zusätzlich springt er sehr leicht an. Könnt ihr daran merken, dass wir zum Beispiel bei einer Kettensäge oder bei einem Rasenmäher, die oft Zweitaktmotoren haben, mit einem Handzug das Ganze anziehen können und dann beginnt der Motor zu laufen. Das wäre bei einem Viertakt-Ottomotor oder beim Dieselmotor so gut wie gar nicht möglich. Deswegen wurden die teilweise früher auch in Motorrädern verbaut, da man eben da mit einem Kickstarter die Motoren starten konnte. Der Motor säuft nicht so leicht ab. Absaufen bedeutet, dass der Motor ausgeht, weil er zum Beispiel zu viel Sprit bekommt und zu wenig Luft oder dass er einfach ausgeht während der Fahrt oder halt, wenn ich die Maschine bewege. Das passiert bei einem Zweitakt-Ottomotor relativ selten. Das heißt, die sind sehr robust und können da einfach auch laufen. Deswegen auch hier wieder bei Kettensägen, die ich in der Hand habe, mit der ich rumhantiere. Das ist ein klarer Vorteil. Und Zweitakt-Ottomotoren, weil sie halt relativ klein sind und wenig Teile haben, sind sie sehr leicht. Deswegen auch hier wieder für Sachen, die ich in der Hand habe, das ist natürlich super, wenn alleine der Motor nicht so viel wiegt. Ein Dieselmotor hätte ich keine Chance, den irgendwie hochzuheben. Ein Zweitakter ist eigentlich meistens kein Problem. Dann komme ich jetzt zu den Nachteilen. Die Nachteile ist, dass er einen sehr hohen Kraftstoffverbrauch hat. Das heißt, wir brauchen relativ viel Benzin, damit dieser Motor überhaupt läuft und kontinuierlich läuft. Er ist sehr laut. Kennt ihr vielleicht, Kettensägen sind extrem laut. Es gibt immer noch Roller mit Zweitaktmotoren. Auch die sind deutlich lauter wie Roller mit Viertaktmotoren. Ich habe es euch schon in dem Video der Funktionsweise kurz erklärt. Falls ihr es noch nicht angeschaut habt, macht es auf jeden Fall. Wir haben keine Ölwanne bei einem Zweitakt-Ottomotor. Das heißt, die beweglichen Teile müssen irgendwie anders geschmiert werden. Deswegen mischt man zum Benzin Öl dazu. Öl verbrennt aber relativ schlecht, denn unser Benzin-Öl-Luftgemisch dann kommt überall hin in unser Motor, kommt in alle Kammern rein, aber dieses Öl wird mit verbrannt. Könnt ihr ganz gut sehen, wenn ihr eine Kettensäge zum Beispiel anwerft oder mit einer Kettensäge arbeitet, kommt hinten so weiß-blauer Rauch raus. Das ist das Öl, was mit verbrannt wird. Und genau das macht dann auch die umweltschädlichen Abgase, das heißt, diese Abgase sind einfach noch umweltschädlicher. Wir haben Kohlenstoffmonoxid, wir haben Kohlenwasserstoffe, wir haben Stickoxide, die damit ausgestoßen werden, die sowohl der Umwelt wie auch uns nicht so gut tun. Zusätzlich stinkt Öl, wenn Öl verbrannt wird und der Motor stinkt, deswegen die Abgase stinken hier relativ extrem. Wie gesagt, bei einer Kettensäge im Wald stört mich das vielleicht wenig. Da geht es darum, dass das Teil leicht, handlich und gut zu bedienen ist. Aber bei einem Auto, mit dem ich durch die Stadt fahre und es stinkt die ganze Zeit, das möchte man natürlich vermeiden. Das waren die Vor- und Nachteile des Zweitakt-Ottomotors.
Jetzt ist euch vielleicht auch klar, warum der Zweitakt-Ottomotor nicht mehr so häufig bei uns im Alltag vorkommt, sondern hauptsächlich noch der Viertaktmotor und der Dieselmotor. Zur Vollständigkeit könnt ihr gerne noch die beiden Videos angucken, die ich euch verlinkt habe. Es geht einmal darum, der Zweitakt-Ottomotor, die Aufbau und die Funktion, und das zweite Video, die Demontage eines Zweitakt-Ottomotors. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.